Mario hat Bock auf weitere Abenteuer und wir natürlich auch. Wir verfolgen jetzt Lemmy in den Hintergrund dieser Oberwelt. Und wieso teilt sich diese Welt in zwei Teile? Okay, sieht doch mal ganz anspruchsvoll aus, oder? Dann gehen wir in die nächste Welt, 3-4. Und was könnte das nur sein? Die Plattform sieht nämlich sehr seltsam aus, auf der wir stehen. Oh nein, dieses Level hasse ich. Dieses Level ist ein absoluter Graus. Denn hier geht alles auch nur um Geschick. Ja, und Geschick ist nicht so mein Spezialgebiet, wie ihr sicherlich alle wisst. So, können wir jetzt so die... Ja, wir können so die Dinger hier rausholen, okay. Wahrscheinlich, dass wir da drin gar nichts finden. Denn die erste Aufgabe besteht natürlich darin, die ganzen Starcoins einzusammeln. Ist logisch. Und die zweite... Hier gibt es irgendwo einen Secret Exit. Beziehungsweise nicht in dem Level, sondern im nächsten. Hier gibt es auch so eine Art Secret Exit. Aber es ist kein Secret Exit. Sagen wir so, es ist einfach nur eine zweite Möglichkeit, dieses Level zu beenden. Und ja, gut. Kann man jetzt sehen, wie man will. Geh weg da. So, und somit hätten wir die erste Starcoin. Geil. Denn ihr seht ja überall diese gestrichelten Blöcke. Denn dort könnten wir nachher, ihr habt es ja schon in der Oberwelt gesehen, einen Schalter aktivieren. Wenn man den Schalter aktiviert, kommt man natürlich auch auf die Blöcke drauf. Denn die werden dann farbig. Ja, so wie bei Super Mario Bros. World gibt es auch hier, ich glaube, das ist sogar fast der einzige oder einer von wenigen, Schalterpalästen. Diesmal nicht gut versteckt, sondern liegt eigentlich praktisch, ja, so auf dem Weg. Und ich hoffe, da unten meistens nirgendwo was, aber da... Oh Gott! Da ist auf jeden Fall eine Starcoin drin. Yes, das war die zweite. Sehr schön. Gefällt mir. Und weg da. Und dann rüber. Und da wäre sogar ein Checkpoint. Also wenn wir bis jetzt noch keine Starcoin eingesammelt hätten, spätestens jetzt würden uns zwei Stück fehlen. Und Gott sei Dank haben wir die schon alle gekriegt. Oh Gott. Ah, das war schon knapp hier. Ja, man könnte jetzt den ganzen Weg übrigens abkürzen. Wenn wir den Schalterpalast schon aktiviert hätten, dann könnten wir unten lang. Und siehe da, ich habe schon wieder einen Pilz gekriegt. Ist doch irre, oder? Ist doch einfach nur irre, dass ich schon wieder einen Pilz bekommen habe. Wahnsinn. Nein, nein. Oh, nein. Nein. Oh Gott. Boah, was war das? Also das war... Ja, komm. Ist klar, Hammerbruder. Ist klar. Ja, genau, komm. Tu mir noch mehr Schaden zufügen. Ach, schon recht. Alles gar kein Thema. Und da ist die letzte Starcoin da drüben. Aber ich will da hoch. Da oben gibt es bestimmt irgendwas. Und das alles nur für ein grausiges One-Up. Naja. Gut, dann nehmen wir eben das One-Up auch noch mit. Auf den Hammerbruder da oben müssen wir jetzt unbedingt aufpassen. Aber wie zum Teufel komme ich jetzt da hinten ran? Da muss es doch jetzt einfachen und schnellen Weg geben, oder? Yes, und das war die letzte. Perfekt, alle drei Starcoins in der Tasche. Starcoins zu sammeln macht Spaß. Tut es nicht. Weg mit dir, weg mit dir. Gibt es hier kein Power-Up? Irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Aber hier gibt es einen Power-Block. Aber für was? Denn die Starcoins haben wir ja schon alle. Irgendwas muss es mit diesem Power-Block auf sich haben. Ach so, hier kommen Münzen von oben. Okay. Wieso ist die Flagge rot? War das jetzt der Secret Exit oder war das der normale Exit? Es gibt ja hier nicht so richtigen Secret Exit. Aber gut, wir werden es ja gleich sehen. Okay. Hm. Gut. Dann gehen wir ins nächste Level, 3-5. Hier gibt es auf jeden Fall einen Secret Exit, aber den können wir noch nicht erreichen. Werdet auch gleich sehen, wieso. Dann dreht sich eigentlich nur der Part um diese zwei Level. Sozusagen. So, den nehmen wir mal mit. Denn mit dem können wir uns wenigstens fortbewegen nach oben. Denn da ich klein bin, gibt es hier wahrscheinlich bloß einen Pilz. Ja, habe ich recht gehabt. Sehr schön. Okay. Und hier sind auch die anderen zwei Starcoins erst im Secret Exit. Also wenn wir jetzt bloß eine Starcoin haben, keine Angst. Die nächsten zwei Starcoins befinden sich da, wo der Secret Exit ist. Aber da kommen wir leider noch nicht hin. Wegen diesem besagten Schalterpalast. Denn ansonsten wären hier die ganzen Blöcke alle farbig und nicht... gestrichelt und durchsichtig, ja. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Da oben ist auf jeden Fall eine Starcoin. Die muss ich haben. Die muss ich haben. Und ich habe sie gekriegt. Yes, sir. Hahaha. Das macht doch Spaß, wenn ein Level so beginnt
und wir gleich alles einsammeln, was geht. Finde ich aber ein sehr schönes Level, denn hier geht es wirklich immer nur nach oben und wir können gar nicht selbst bestimmen, wie schnell wir nach oben kommen. Denn wir müssen uns ganz allein auf diese einzige Plattform verlassen. Wenn wir runterfliegen, okay, sind wir down, ist klar. Aber ansonsten haben wir keine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Später, beim zweiten Versuch dieses Levels, ist es deutlich leichter. Und da oben wird sich der Secret Exit befinden, aber da kommen wir nicht hin. So, muss ich das jetzt abwerfen? Ja. Schade. Ich habe gedacht, ich kann das irgendwie als Helm anziehen, aber das geht nicht. Man kann es wirklich tatsächlich nur festhalten. So, ich glaube, die Plattformen sinken da. Ach, das war's schon. Okay, gut. Alles klar. Aber so ergibt sich das Ganze selber. Denn wir haben ja jetzt alles... Wir sind durch das ganze Level gerusht mit dem Block, aber haben nur eine einzige Starcoin gefunden. Und genau darin liegt der Trick. Mhm. So, denn wenn wir jetzt den Schalterpalast betätigen, dann... Genau. Gestrichelte Blöcke wurden in rote Blöcke verwandelt. Du hast nun Zugang zu Bereichen, die dir zuvor verwehrt waren. Okay. Dann gehen wir als erstes hier rein. In Welt 3-4. Denn da gibt es noch einen normalen Exit. Nicht jetzt den einen Exit, den wir zuvor gemacht haben, sondern einen ganz anderen. Oh Gott, das war jetzt knapp. Ich brauche auf jeden Fall den Pinguin. Ist das peinlich? Das war jetzt peinlich. Ach komm, ich nehme mir jetzt wieder einen Pilz zur Hand. Da gibt es auf jeden Fall einen Pinguinanzug. Oh Gott, was habe ich jetzt da gemacht? Ich glaube, ich war, glaube ich, kurz in der Schlafphase oder sowas. Denn irgendwie ist mir das jetzt gar nicht aufgefallen, dass sich das Blatt so schnell wenden kann. Aber tatsächlich, so. Der Pinguinanzug gehört uns und jetzt können wir hier einfach drüber rushen und drüber hüpfen. Und was uns auch immer so gefällt, wir können das jetzt einfach so machen. Und somit ist auch hier der Hammerbruder dann überhaupt kein Problem. Wenn man natürlich erst die Blöcke aktiviert hat. Ansonsten hat man natürlich das Problem, dass man hier nicht durchkommt. War ja klar. Okay, dann kürzen wir. Aber das Level verkürzt sich so auch dermaßen. Ah nein, jetzt habe ich ihn verloren. Ach komm schon. Wieso? Ich muss immer meinen Pinguinanzug verlieren. Ist euch das aufgefallen? Immer wenn ich einen bekomme, verliere ich ihn kurz darauf wieder. Oder egal was. Es kann auch eine Eisblume sein oder so. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall unten lang. Und dann können wir uns hier einfach ganz gemütlich den Weg nach vorne bahnen. Hier durch und dann unten rein. Genau. Und somit kommen wir wieder nach unten. Ja gut, selbst wenn wir vorher hier reingekommen wären, hätte uns das eigentlich relativ wenig gebracht. Weil, ja gut, wenn man einen Propellerpilz hat, okay, wäre es gegangen. Ohne die Blöcke wären wir überhaupt da nicht reingekommen. Das steht auf jeden Fall fest. Und hier ist auf jeden Fall der stinknormale Exit, ja. An der schwarzen Flagge erkennt man es. Vorher hatten wir die rote Flagge. Warum das jetzt so verändert worden ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Würde mich aber gern mal interessieren. So, der Weg ist auf jeden Fall jetzt frei für Lemmy. Aber wir wollen natürlich auch noch hier die Starcoins haben. Und somit müssen wir in dieses Level nochmal rein. Ich glaube, somit sind die Schalter auch alle aktiviert. Ja, genau, so ist es. So, aber hier kriegen wir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, einen Propellerpilz, oder? Ja, endlich. Gut. Die eine Flügelbox war jetzt auch gar nicht so... Ja, wie soll man sagen? Gar nicht so schlecht zum Hochkommen, ist klar. Aber man ist halt so mit einem Propellerpilz deutlich handbewegungsfreier, sagen wir so. Denn wir haben nichts auf dem Kopf, wir haben nichts, was wir die ganze Zeit von uns hintragen müssen. Oh Gott! Lassen wir das einfach mal so stehen. Genau, ich habe jetzt nichts gesagt. Ich gehe einfach nochmal in das Level und fang von vorne an. Ich habe wirklich noch nie so oft gefailt in einem Super Mario Spiel. Wirklich noch nie. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich mir so schwer tue. Kann natürlich auch sein, dass ich davor Donkey Kong gespielt habe. Das war ein bisschen... So im Verhältnis gesehen sind ja Mario-Spiele wirklich leicht. Also es soll sich ja wirklich auch an die Kinder richten, an die Kindergruppe, an das Alter der Gruppe. Und nicht jetzt so für Erwachsene eigentlich. Gut. Der Schwierigkeitsgrad wird bei jedem Mario irgendwie ein bisschen erhöht. Kommt einem nicht so vor, ist aber tatsächlich so. Und warum ich mir jetzt bei diesem Spiel so verdammt schwer tue... Kann ich absolut nicht beantworten. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt, da war ich 20. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her.
Und nicht mal dort habe ich mich so blöd angestellt, ja. Und auch bei Donkey Kong Country Returns, ich meine, gut, die Steuerung mit der Wiimote ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran. Und ich spiele jetzt Super Mario Bros. Wii nicht seit gestern. Also die Parts kommen ja regelmäßig jetzt hoch. Natürlich auch immer um 12 Uhr, also nur, dass ihr das auch schon mal wisst. Super Mario Bros. Wii kommt immer um 12 Uhr, The Legend of Zelda immer um 14 Uhr und Outlast mit Facecam kommt um 17 Uhr, dass ihr das wisst. So, jetzt können wir da oben rein und wir haben es sogar unbeschadet hier hochgeschafft, dass es das noch gibt, gell? Und das Level ist noch lang nicht vorbei, noch lang nicht. Denn gerade vorher haben wir das Ziel schon erreicht und wir haben eigentlich fast gar nichts gemacht. Außer eben, ja, da in die Röhre reingegangen und da war auch schon das Ziel. Das wird jetzt hier nicht mehr so sein. Nein, denn hier geht es jetzt noch richtig zur Sache. Hier geht es noch richtig ab. Wir werden auch gleich sehen, wieso das so ist. So, da ist auf jeden Fall eine Starcoin. Die brauche ich. Und das wäre die Nummer 2. Und die dritte liegt auch irgendwo auf dem Weg. Bin ich mir sogar fast sicher, dass es so ist. Ach komm, die aktivieren wir mal. Ich kriege sie eh nicht alle, aber gut. Aktivieren können wir sie ja. Ist ja nichts dabei. Wir verlieren ja dadurch kein Leben oder so. Gott sei Dank. Also Nintendo, bitte sowas nicht einführen. Ich kenne euch. Wenn ihr eine gute Idee habt und sie meint, ja, komm, wir müssen es noch ein bisschen verschlimmern, lasst es. Damit werdet ihr dem Spieler keinen Gefallen tun. Bitte nicht. Hoffentlich habe ich euch jetzt nicht auf so eine kranke Idee gebracht. So, hier ist das Ganze ein bisschen tricky, denn hier kommen die ganzen Koopas immer hin und her, hin und her. Man muss da schon ein bisschen auf... Oh Gott, was mache ich denn? Und jetzt hier rein, genau. Und das sollte auch das Ende von diesem Level sein. Gehe ich mal davon aus. Und... Genau so ist es, denn hier ist der Secret Exit. Die Fahne zeigt es uns hier an, rote Fahne. Immer ein Secret Exit! This way! Mario, wir gehen mit dir hin, wo immer du auch hin willst. Natürlich auch immer, um die Prinzessin zu retten, ist klar. Okay, das Toadhäuschen lassen wir da oben jetzt mal mit den Sternen. Wir wissen ja sowieso, dass da nur ein Stern rauskommt. Aber ich habe jetzt Bock auf so ein Minispiel, komm. Das versuchen wir jetzt mal wieder. Mal schauen, ob wir diesmal ein bisschen bessere Preise raushandeln. Hinter der Tür gibt es zu Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Okay, Toadi, wir gehen da sowieso gern rein. Und dann schauen wir mal. Ich finde schade, dass man am Anfang nicht sieht, wo sich denn die Bowser-Tafeln befinden. Denn das würde uns einiges leichter machen. Und ich krieg immer als erstes eine Bowser-Tafel. So, ein Mini-Pilz. Und ein zweiter Mini-Pilz. Okay, der Preis wäre uns wenigstens schon mal sicher. Ein Pinguin-Anzug. Alles klar, dann hier. Okay, eine Feuerblume. Da? Ah, ein Pinguinanzug. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Eine Eisblume. Okay, jetzt muss ich behutsam vorgehen. Okay. Einen Versuch haben wir noch. Ja, eine Feuerblume. Okay, sehr schön. Ach nein, okay. Okay, immerhin drei Preise haben wir gekriegt. Ja, okay, und da wäre der Rest gewesen. Alles klar. Immerhin drei Preise. Besser als kein Preis oder... Nur zwei Preise. Okay, dann geht's ab zum Castle. Wir stellen uns gegen Lemmy, diesen Feigling. Der, wo einfach so abgehaut ist. Jeder haut ab, aber jeder wird gefasst. Merkt euch meine Worte. So, dieses Castle ist natürlich vereist. Baut natürlich auch auf die Welt auf. In der ersten Oberwelt war das natürlich nicht so. Da war, glaube ich, das erste Endcastle, also das große. Soll ich den Pinguin nehmen? Ja, komm. Ich nehme mal den Pinguin. Kann ja nichts schaden. Wird schon seine Gründe haben, warum der hier so ist. Ja, jetzt vereist doch endlich. Was ist los? Ja? Er gehorcht nicht meinen Befehlen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich hier irgendwo eine Starcoin befindet. Aber die Eisblöcke kann ich ja... Nee, die kann ich nicht zerstören. Wo könnte dann... Ja, dann wird hier wahrscheinlich auch nichts sein, oder? Wenn jetzt da nichts war und da nichts war... Damit bei einem Eisblock auch nichts sein, den ich nicht klein kriegen kann. Ach nein. Bitte nicht. Es ist eine Schwebebahn. Oh no. Komm runter. Warte. Okay. Hier müsste ich auf jeden Fall irgendwo eine Starcoin befinden. Weil es kann nicht sein, dass permanent... Dass sich hier keine Starcoins offenbaren. Wahrscheinlich mal irgendwo in so einer Schlucht. Wo ich dann ganz schnell reinspringen muss. Ansonsten ist die Starcoin dann weg. Könnte ich mir vorstellen, dass man das macht. Muss aber natürlich sein. Und hier finden wir ein paar Lemmy-Bälle. Geil, ey. Und da ist die Starcoin. Sehr schön. Das wäre die erste. Die Lemmy-Bälle helfen uns natürlich sehr gut.
Denn sie sind immer da, wenn wir sie brauchen, oder? Stimmt's, Ball? Ja, du hast recht. Und da gibt's bestimmt ein One-Up oder sowas. Ach komm. Verzichten wir lieber auf das One-Up und gehen einfach mal ein Stückchen weiter. Ah, da müssen wir hier also. Okay, alles klar. Dann gehen wir hier in die Röhre. Somit müsste es jetzt noch zwei Abschnitte geben. Oder noch einen mit zwei Starcons. Okay, kurz. Kurz überlegen. Wir müssen auf jeden Fall das da hinten zerstören. Genau, so. Du geh mal da weg. Du störst. Okay, und jetzt da drüben. Genau. Perfekt. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Ganz. Nein! Was mache ich denn? Okay, aber ich komme da trotzdem noch hin. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ist auf jeden Fall schaffbar. Selbst wenn man hier irgendwas zerbombt oder zerspringt. Kein Problem, man kommt trotzdem noch sehr schön an die Starcoin ran. So, das war jetzt knapp. Ich habe mir erst überlegt, soll ich jetzt stehen bleiben oder nicht? Gott sei Dank bin ich stehen geblieben. So, dann beseitigen wir erstmal das Spektakel da vorne. Oh Gott, was passiert hier? Alles klar. Ich hätte jetzt eigentlich eher weniger gedacht, dass das so eine riesige Kettenreaktion auslöst, aber okay. Dann löst eben eine Kettenreaktion aus, ganz wie ihr wollt. Ich bin auf jeden Fall für alles zu haben, ist klar. Ach komm, wo führst du mich hin, Bahn? Ich will davor, da vorne ist die Starcoin. Die brauche ich. Yes! Aber toll, jetzt muss ich irgendwie wieder auf die Bahn draufkommen. Und zwar genau so, jetzt. Sehr schön. Ja, hätte ich ja auch unten stehen bleiben können, mein Gott. Ich mache mir die Arbeit immer schwerer, als sie ist. Oh Gott. Oh no. Wie soll man denn hier alle roten Münzen bekommen? Also da muss man schon ziemlich freakig sein, dass man das schafft. Gut, es gibt ein paar, die schaffen das 100%ig, klar, aber... Ich war jetzt ein bisschen zu langsam. Oh, da muss ich rutschen. Ach, da gefühlt gibt's One-Up, haha! Geil. Und da unten ist noch eine Röhre. Okay, dann gehen wir mal da rein. Hier ist alles voller Lemmy-Bälle. Wahrscheinlich gibt's da oben ein One-Up oder sowas. Also könnte ich jetzt stark davon ausgehen. Nein, Pinguinanzug, okay. Also gab es hier wirklich noch ein One-Up zu holen. One-Up, sag ich mal. Ein Power-Up. Power-Up gab es da zu holen, denn ich glaube, hier gibt es dann keins mehr, oder? Nee. War klar, okay. Alles klar. Dann gehen wir in den Kampf gegen Lemmy. Diesen Irokesenschnitt. Er hat heute seinen Meister gefunden. Nämlich uns. Komm schon, Lemmy. Offenbare dich uns. Ach, da ist er ja schon. Hi Lemmy, hi Kamek. Wollt ihr mit mir spielen? Ja! Ich finde, Lemmy schaut ein bisschen aus wie Patrick. Von SpongeBob. Oh Gott, was für eine Riesenkugel, ey. Okay, jetzt. Ich glaube, ich muss jetzt fast sogar auf seine Kugeln drauf springen. Ansonsten erreiche ich ihn gar nicht. Yes, und das hätte ich geschafft. So. Der erste Punkt geht wie immer an mich. Lemmy? Komm schon, offenbar dich. Geh auf. Komm aus deinem Panzer. So. Okay, also tatsächlich, es ist wirklich so. Ohne die Kugeln kommen wir gar nicht auf ihn drauf. Aber gut gemacht. Es bestehen auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn man die Bosse irgendwie ein bisschen schwerer machen will oder sich irgendwas ausdenkt, mit was man es denn erschweren könnte. Und jetzt wird die Kugel noch größer. Oh Gott. Komme ich da jetzt überhaupt noch hin? Nein. Nein. Yes, und ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft! Yeah. Lemmy ist erledigt. Und wir kriegen den goldenen Schlüssel in die Freiheit. Juhu! Vielen Dank für den Schlüssel. Vielen Dank, wie lieb von Lemmy. Yeah, und wir haben alle Sternmünzen in der Welt 3 gefunden. Geil. Ja, so freut mich das. So will ich das haben. Wieso nicht immer so? Und die nächste Welt ist eine Wasserwelt mit Chefin Wendy. Oh, Wasserwelten sind ganz schwierig. Die sind wirklich schwierig. Auf dieses Abenteuer freuen wir uns natürlich auch noch. Wir sehen uns dann im nächsten Part bei Welt 4-1. Ich bedanke mich fürs Zusehen, abonnieren, kommentieren und liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!